Servus Leute und herzlich willkommen bei Pokémon JM. Ich bin der Stefan und heute gibt es wieder ein neues Opening von mir. Und zwar, ihr seht es schon, ich habe heute meine Playmat bekommen, zusätzlich noch ein bisschen was rumgebaut und wir haben ab sofort von mir jetzt Openings von oben, damit man auch besser die Puls sehen kann. Wie dem auch sei, wir öffnen heute zusammen 3 Turbo-Start-Booster und morgen dann 2 ewige Anfang-Booster. Ich habe die Booster heute bei GameStop noch bekommen, das waren jeweils die letzten, die Restbestände, was ich dann auch aufgekauft habe, weil ich eigentlich da war, um Evolution-Booster zu kaufen, die neuen quasi, aber die haben sie noch nicht da gehabt, die werden sie erst im Laufe der Woche bekommen, wahrscheinlich Ende Freitag oder Samstag, je nachdem, sollen sie kommen, wie dem auch sei, egal. Ich wollte unbedingt was kaufen, habe da ein bisschen rumgeguckt und habe jetzt die 5 Booster mitgenommen und die öffnen wir jetzt. Beziehungsweise jetzt die 3 Turbo Start und die ewige Anfang kommen dann morgen. Schauen wir auf die Seite, dann haben wir hier einmal sogar 3 verschiedene Motive. Wir haben einmal das Zoroark Turbo. Dann Hundemon, Mega Hundemon Turbo, nein nicht Turbo, Mega Hundemon und ein Mega Mewtwo Y. So, anfangen tun wir mal mit Zoroark Turbo. Dann gucken wir mal, was wir drin haben. Hoffentlich haben wir Glück. Ich bin hier eigentlich sehr stark auf die Mewtwo-Karten aus, wieso ich mir die Packs gekauft habe. Und hoffe, dass wir hier haben einmal den Code noch für euch. Packen wir auf die Seite und dann gucken wir mal. So, ich glaube, so war's. Genau, dann schauen wir mal, was haben wir hier? Einmal ein Amphizell, dann haben wir ein Wuin, genau, ein Notuska. Ein Snubbull, ein normales Tuska, also die Unterentwicklung Tuska, ein Purmel, ein Geronimatz, dann ein Schneebedeck, die Reverse Holo ist ein Froxy, sehr cool, und die Rare, ein Soda Cheetah in Nicht-Holo. Okay, machen wir mal die hier an. Und den Rest packen wir weg. Lassen wir ein bisschen aufräumen. Gut, als nächstes nehmen wir dann die Hundemon. Und gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ah, geh auf. Okay, jetzt haben wir's. So, hier haben wir einmal ein Zorua. Ein Trassler. Heute haben wir den Kartentrick vergessen. Und den Code haben wir auch noch. Gott verdammt, ich bin schon wieder total verwirrt hier. Heute die 3 packen wir nach vorne. So, ein Chilatropo. Dann Linette. Ein Golking. Ein Sodamak. Sehr cool. Gelatini. Ein Grillmak. Eine Knogger-Turbo-Karte. Sehr cool. Sehr, sehr geil. Und als letzte ein Grill-Cheater in Nicht-Holo. Na gut, okay. Packen wir die mal hier so hin. Aber wir haben einen Grill-Mag ja auch noch gezogen, also die Vorentwicklung jeweils. Das ist schon mal ganz cool. So, dann öffnen wir noch das letzte und hoffen wir, dass wir hier noch was Gutes drin haben. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So ein Mewtwo wäre schon extrem geil. Genau, dann haben wir auch hier wieder einmal die Codekarte für euch. Dann, wenn ich jetzt richtig bin, dann waren es normalerweise 3 und 3, oder? Damit wir auch die Common-Karten quasi ganz vorne haben. Wir werden jetzt erstmal sehen, ob ich hier richtig bin. Ein Trassler haben wir hier. Ein Quickel. IFIM. Mehikel. Linette. Ein Golking, ein
Iga Stanisch. Ein zur Ruhe. Sehr schönes Artwork hier auch. Gefällt mir sehr gut. Ein Snowball als Reverse Holo und die seltene ist ein Farbigel in nicht Holo. Okay. Schade. War leider kein so gutes Opening heute. Aber gut. Schade. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Genau, wir hatten hier einmal ein Snowball Reverse Holo, ein Froxy Reverse Holo, dann ein Grill Cheetah als seltene Nicht-Holo, ein Soda Cheetah als seltene Nicht-Holo, ein Farbigel und der beste Pull hier war eine Knogger Turbo Karte. Schade, aber vielleicht haben wir mit dem ewigen Anfang mehr Glück, ich hoffe es jetzt mal stark. Aber das werden wir dann morgen sehen. Ansonsten wünsche ich euch mal eine schöne Woche und wir sehen uns dann demnächst oder morgen wahrscheinlich wieder. Bis dann. Ciao.